Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute für euch von BH Cosmetics die Ruby Palette für den Monat Juli aus der Birthstone Reihe. Wir haben mal wieder 7 Lidschatten und ein Spiegel. Wir haben 3 matte Töne, einen diesen Glitzer und der Rest ist Schimmer. Und ich würde einfach sagen, wir quatschen nicht lange herum und legen sofort los. Ich habe meine Mascara diesmal schon mal ausnahmsweise aufgetragen. Das mache ich normalerweise nie. Aber ich wollte heute ein bisschen Zeit sparen, da die Palette ja doch schon relativ spät angekommen ist. Ich erzähle euch die Story während des Make-ups. Die ist gar nicht so dramatisch, aber trotzdem. Wir fangen an mit der Farbe Honest, was dieses wunderschöne Braun ist. Und zwar habe ich die Palette pünktlich zum Release gekauft, so wie immer. Und habe erwartet, das direkt am Montag darauf zu filmen, weil der Versand bei BH normalerweise ja perfekt ist. So, ich trage das außen auf, gehe mit einer geraden Linie nach oben. Sehr schön pigmentiert. So, jetzt gehe ich nach innen, mal wieder in einer geraden Linie. Aber tatsächlich ist das Paket im Versand verloren gegangen bei der DHL. Und keiner wusste, wo es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht super dramatisch. Ich habe mich einfach nur geduldet, bis jemand das Paket findet. Und am Ende musste das gar nicht gesucht werden, sondern ich habe eine Benachrichtigung bekommen, dass das Paket zum Abholen in der Packstation ist. Das heißt, es ist tatsächlich wieder aufgetaucht. Und so war es auch eigentlich schon. Also nichts super Dramatisches, aber es hat halt lange gedauert. Aber egal. So, ich nehme jetzt von BH Cosmetics die Nummer 6. Ich habe übrigens mit der Nummer 8 gearbeitet. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich gehe an die Ränder. Also tatsächlich funktioniert das locker flockig mit der Palette. So, als nächstes haben wir die Farbe Fangirl. Und das ist ein etwas tieferes Rot auf der kühlen Seite. Und dazu nehme ich von BH Cosmetics aus der Vegan-Reihe die Nummer 15. Sehr pigmentiert. Und ich gehe jetzt direkt unter diese Farbe, intensiviere das Ganze. Also die Farbe ist intensiv, aber softer. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht die Pigmentierung ist soft, sondern die Farbe, die ist irgendwie weicher. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist nicht so ein knalliges, tiefes Rot. Ich verbinde mal mit einer Nummer 6 wieder die beiden Farben. Also das Ausblenden, das geht super schnell. Zuletzt haben wir die Farbe Proud, was ein schönes mattes Braun ist. Dazu nehme ich aus der Zodiac-Reihe die Nummer 4. Auch mal wieder BH. Und ich gehe an den Wimpernkranz und rauche ein bisschen aus. So, ich nehme jetzt die saubere Seite ans Auge und arbeite das unterm Auge ein mit dem Pinsel. Ich habe jetzt mal einen fluffigen Pinsel. So, ich nehme jetzt mal aus der Zodiac-Reihe die Nummer 3. Das ist ein flacher Lidschattenpinsel. Und ich fange mal an mit der Farbe Ruby, was ja diese Hauptfarbe ist. Man sieht eindeutig den blauen Unterton. Also es ist ein Pink. Ich mag den Pinsel für diese Formulierung gar nicht. Wechseln wir mal zu der V8. Also die Farbe ist schon sehr soft. Fühlt sich aber tatsächlich auf dem Finger nicht so trocken an. Also, ich weiß nicht, ob es nicht die Pinsel sind tatsächlich, weil die ich sonst verwende, die sind gerade in der Reinigung. Also, ich schieb's mal auf die Pinsel jetzt erstmal. Ich frag mich jetzt, ob es tatsächlich am Pinsel lag, deswegen gehe ich jetzt mal in die Farbe Witty rein, was ein bisschen dunkleres Schimmerrot ist. Also, klappt irgendwie heute nicht. Nehmen wir jetzt die Nummer 7 aus der Pro-Reihe. Versuchen wir mal damit. Ja, das klappt gut. Also die unterscheidet sich jetzt nicht extrem krass vom Pink. Also vom Ruby-Ton, aber doch sehr schön die Farbe. Boah, da bin ich jetzt sehr gespannt auf das Gold. Und zwar heißt es Sparkly. Eine sehr schöne Farbe für so einen Effekt. Nehme jetzt nochmal die V8. Also das Gold ist von der Formulierung ein bisschen nasser. Das Einzige, was offen bleibt, ist noch Drama Queen. Und für diese Formulierung habe ich ja eigentlich immer diesen Silikonpinsel benutzt. Habe ich jetzt leider nicht da. Auch nichts Ähnliches.
Sehr schön. Wir haben tatsächlich alle Farben verwendet. Deswegen, ich hole euch mal ran, um euch zu zeigen, was ich hier überhaupt angestellt habe. Und vom Weiten sieht es dann so aus. Ich habe mir diesmal wirklich die ganzen Kommentare zum Schluss gespart. Deswegen, ich muss sagen, ich habe einen schönen Look hinbekommen, mit dem ich zufrieden bin. Tatsächlich ist die Formulierung sehr ähnlich zu den anderen Paletten. Ich hatte aber nur das Gefühl, diese zwei Schimmertöne waren ein bisschen trockener. Und tatsächlich bin ich diesmal sehr zufrieden mit diesem Glitzerton hier. Ich bin eigentlich kein Fan von der Formulierung. Und natürlich ist es sowas Besonderes, mit dem man sehr vorsichtig arbeiten muss. Allerdings ist hier sehr positiv anzumerken, dass dadurch, dass diese Farbe einheitlich ist und keine 10.000 verschiedenen Pigmente drin sind, sieht es einfach richtig toll auf dem Auge. Wie so ein richtig krasser Glitzerlidschatten. Farben, Geschmackssache, ne? Aber trotzdem, wenn ich mir die Verpackung angucke, dann sehe ich da mehr Rot drin als Pink. Und das wäre sozusagen die einzige Sache, die ich auch kritisieren müsste. Ich habe natürlich Fallout, aber ich muss sagen, ich habe damit gerechnet. Deswegen war ich auch nicht davon enttäuscht. Aber falls euch sowas stört, dann habt ihr es jetzt gehört. Ansonsten habe ich nichts anderes zu erwähnen zu der Palette. Deswegen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich habe euch ein Video beim i verlinkt. Und zwar habe ich gerade eine Verlosung am Laufen. Ihr könnt gerne teilnehmen. Und ansonsten könnt ihr noch gerne meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag zu einem neuen Video. Ciao.